egal. Wie kann ich helfen? Einverstanden. So, dann nehmen wir mal noch auf, was hier liegt. Ein Umhang, den wir erst identifizieren müssen. Klagen der Jungfrauen. Dieser dünne Mantel sieht zunächst ausgefranst aus, aber bei näherer Betrachtung stellt sich die losen Fäden als menschliche Haare heraus, aus denen der Mantel gewoben ist. Der Mantel bewegt sich im Licht der Fackel. Die einzelnen Haarsträhnen verwirren und entwirren sich kaum merklich, als würde ein leichter Wind den Mantel aufplustern. Dieser Mantel ist aus dem Haar von Jungfrauen gewoben, die zur Toteninsel geschickt wurden, um mit ihren toten barbarischen Herren zu schlafen. Es war die Pflicht der Seherin, diese Frauen zu trösten und ihren Schmerz zu lindern, und zu diesem Zweck nahm sie eine Haarlocke von jeder und wob die Strähne in einen Mantel, der die Geister der Furcht von den Jungfrauen weglocken und ihrem Herzen Mut geben sollte. Das Ergebnis war ein Mantel, der schwer vor Schuld ist und der Träger nur wenig gegen die Kälte des Nordens schützt. Zieht jemand diesen Mantel an, winden sich die Haare um den Körper des Trägers und die langen Strähnen verweben sich miteinander wie Fäden auf dem Webstuhl. Der Mantel entwindet sich nicht freiwillig von seinem Träger. Er muss dazu durch den Zauberfluchbrechen gezwungen werden. Rüstungsklasse Bonus 4 gegen Schaden durch Wurf, spitze Geschosse, gegen Schaden durch Klinge. Träger ist immun gegen alle auf Furcht beruhenden Wirkungen. Gefühl Hoffnungslosigkeit und das Symbol der Hoffnungslosigkeit. Also wenn du das jetzt anlegst, bist du verflucht. Ja. Aber ja. Dein Befehl? Weiter! Das heißt, wenn wir jetzt hier rausgehen, gibt's hier drin noch was? Ihr seid euch nicht sicher, was das für ein Wesen ist. Wandteppich, das eine riesige Schildkröte darstellt. Dieser Wandteppich bildet eine Art geflügeltes Wesen dar, vielleicht einen Vogel. Dieser Wandteppich stellt eine riesige Schlange dar. Ja, und das ist wieder ein Vogel. Keine Ahnung, was das für ein Wesen ist. Und ihr seid euch nicht sicher, was das für ein Wesen ist. Dieser improvisierte Thron ist aus der Haut und den Stoßzähnen eines Mammuts gefertigt. Diese Kisten sind leer. Diese leeren Fässer waren einmal mit Met gefüllt. Dieser Bereich ist mit Müll verdreckt. Die Kisten sind leer. Ich höre. So, dann gehst du mal rum und sammelst noch Edelsteinchen ein. Ein Riemen. Und ein Winterwolf. Ach, ja. Gehen wir raus. Gewiss. Hier. So, jetzt können wir hier mit Beeron reden. Oder auch nicht, weil da noch mehr Krieger kommen. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Jetzt können wir mit Beeron reden. Sag, was du von WK, es soll geschehen. Oder auch nicht, dazu müssen wir erst wieder rein und da drüben raus. Sofort! Einverstanden! Heil den Errettern, ihr seid wahre Helden, ihr habt uns vor einem schrecklichen Fehler bewahrt. Ich bin Beornen Walzum vom Stamm des großen Wals. Wir stehen nur in eurer Schuld. Was wisst ihr über Wiftin? Über den Mann Wiftin weiß ich nichts. Die Stämme des Bären des großen Wals sind in vielen Dingen anderer Meinung. Über das Wesen, das sich Wiftins Körper bemächtigt hat, kann ich euch aber vielleicht etwas sagen. Bitte fahrt fort. Als der Geist in Wiftins Körper sprach, bezeichnete er sich als Göttin. Am Treibeismeer haust ein entarteter Stamm.
Der Stamm des großen Würm. Er verehrt einen weißen Würm, der in den Fluten lebt. Was ist dieser Würm? In den Legenden heißt es, dieses Wesen sei Ikassaracht, die Mutter und Königin aller Würmer des Nordens. Wir glauben, sie wurde vor vielen Generationen von einem Fremdling im Streit um den Dinnesersee erschlagen. Vor kurzem begann der Stamm wieder ihr zu opfern. Also ja, Ionen hat sie erschlagen und im Meer versenkt. Und sie ist scheinbar irgendwie vor den Toten zurückgekehrt und in einen Barbarenhäuptling reingeflossen. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Stamm glaubt, dass Ikassaracht zurückgekehrt ist. Sie bringen ihre Opfer zu einem riesigen Eisberg im Treibmeer. Dort überlassen sie sie dann dem Tod. Ihr habt die wahre Identität von Ikassaracht, der Drachenmatriarchin, erfahren. Matriarchin. Wir haben mit Bea und dem Stamm vom Stamme des großen Wals gesprochen und er hat uns erzählt, was er über den Geist wusste, der Wift ins Körper gestohlen hat. Anscheinend ist es der Geist Ikassarachts, der Matriarchin des Weißen Drachens, die vor einem Bewohner von 10 Städte über dem Dinnesersee erschlagen worden war. Sie wird von einem entarteten Stamm, der auf dem Eisberg im Treibeismeer lebt und sich vom Stamm des großen Weißen Würmen nennt, verehrt. Könnt ihr uns zu diesem Ort führen? Es wäre meinem Volk eine Ehre, euch zum Treibeismeer zu begleiten. Es wird Zeit, dass der Norden dieses Biest ein für alle Mal los wird. Ich werde euch Bescheid sagen, wenn es soweit ist. In Ordnung. Ja. Weiter. Bei vorher gucken wir uns erstmal hier um. Finden zum Beispiel eine Hellebarde. Funken-Hellebarde. Und einen Gürtel. Knochengürtel. Der Träger kann einmal Knochenkreis und einmal Tote beleben anwenden pro Tag. Ja. Von mir aus. Und ja, hier ist jetzt viel angerichtet worden. Da ist eine ganze Armee von denen. Warum sind die jetzt auch pisst? Oh, ich weiß warum. Hagrim, wechsel deine Waffe. Da war der letzte Autosave. Wie kann ich sofort? Einverstanden. Jawohl. Okay, Wagrim wechselt gleich deine Waffe. Ich will nicht nochmal irgendwelche Leute anschaden. Das war nämlich der Frostangriff von Hagrim.
eine Schande. Okay, hier unten sind noch Fässer. Ein Langschild. Wird aber nichts Besonderes sein, nein. Ist nur ein verstärkter großer Schild. Oh, hier sind aber noch ein paar Sachen. Ein Ring und ein Regenerationstrank. Okay. Steht er eigentlich eher immer hier? Ihr habt es geschafft, meine Freunde. Der verderbte Geist ist aus Wilfdins Körper geflohen. Eure Heldentat wird für alle Zeit von meinem Volk besungen werden. Leider aber ist eure Reise noch nicht zu Ende. Dieser Geist, diese böswillige Seele eines großen Würm, ist zwar vom Schlachtfeld geflohen, aber sie ist immer noch frei, um ihrem Drang nach Schrecken und Vergeltung nachzugehen. Ich fürchte, dass die Gefahr seiner Rückkehr wie eine Wolke des Bösen über den Köpfen meines Volkes hängen wird, bis wir ihn zur Strecke gebracht und vernichtet haben. Ich möchte euch bitten, noch einmal die Waffen gegen diesen alten Hass zu ergreifen, damit mein Volk und euer Volk schließlich in Frieden leben können. Wir würden gerne helfen, aber wie ihr selbst gesagt habt, der Geist ist geflohen. Wie sollen wir wissen, wohin? Ich habe erfahren, dass Wilf den gerade vor 2 Tagen befohlen hat, mit einem Schiff 1 Dutzend Jungfrauen auf eine Insel im Treibeismeer zu bringen. Die Insel war einst eine heilige Stätte, an dem ein alter Stamm seinem Schutzgeist, dem großen Würm, Opfer darbot. Der alte Stamm ist vor langer Zeit ausgestorben und mit ihm der Brauch, Jungfrauen zu opfern, um den großen Würm zu besänftigen. Ich glaube, dass der Geist, den wir heute vertrieben haben, und der alte Geist des großen Würm ein und derselbe sind. Deshalb hat Wilfdin solch ein Opfer angeordnet. Ihr glaubt also, der Geist könnte auf diese Insel geflohen sein? Ein Schiff liegt bereit, um euch auf die Insel zu bringen. Die Krieger des Stammes des Grauen Wals, unsere seefahrenden Vettern im Westen, sind bereit, euch den Weg zu zeigen. Also wir sind gerade noch nicht für die Aufgabe bereit. Ich verstehe. Mit einer solchen Aufgabe ist nicht leichtfertig umzugehen. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr zu eurer Vorbereitung braucht. Kommt zu mir zurück, wenn ihr bereit seid. Und ich werde euch zu eurem Schiff bringen. Danke, lebt wohl. Also erstmal noch den dann noch erschlagen. So, hat Anga noch was zu sagen? Ich grüße euch, mein Freund. Ihr habt den Stämmen einen großen Dienst erwiesen. Wir stehen auf ewig in eurer Schürze. Wie kann ich euch behilflich sein? Habt ihr gesehen, wohin Wilfdin geflohen ist? Nein, in dem Chaos habe ich den Miska aus den Augen verloren. Aber hört euch ruhig um. Irgendjemand muss seine Flucht ja gesehen haben. Oh, da ist noch einer. Okay. Da sind auch noch 2 Fässer. Und ich glaube, ich bin wieder überladen. Kann das sein? Nee. Ich bin einfach nur von Grund auf langsam. Dann hören wir uns noch an, was... Hier stand doch gerade einer, der einen Namen hatte.
suchen wir nachher nach ihm. Falls er noch hier irgendwo ist. Aber jetzt erstmal speichern. Das wäre jetzt dann LP004. LP004. Speichern. Und dann gibt es hier an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.